Heute bei Eichkorn TV: Weiber außer Rand und Band, die Kleinsten lassen's krachen und Festival auf dem Eis. Hier ist wieder Eichkorn TV, Ihr Magazin aus der Region zwischen Rangau und Eichkorn bei Frankenfernsehen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Das Deutsche Fastnachtsmuseum steht zwar in Kitzingen und damit im Bezirk Unterfranken, doch auch bei uns im Eichkorn gibt es so einige Hochburgen der fünften Jahreszeit. So zum Beispiel in Neustadt an der Aisch mit der Fastnachtsgesellschaft Gaisburg e.V. Ein besonderes Highlight in deren Kalender ist jedes Jahr der Weiberfasching. Wir waren für Sie mit vor Ort. Also ich bin der Michael Engendörfer, alias Ecki, und ich bin von der Gaisböcke, und heute feiert wir hier den Weiberfasching. Der alte Weiberfasching hier ist so legendär, weil wir einfach eine richtig gute Mädels hier da haben, 300 bis 400 ungefähr. Und wir sind einige Männerballette hier, die Leute freuen, tanzen und trinken gerne. Die Highlights sind natürlich letztes Jahr unsere Ufer, wo dann 600 Leute hier sind und alle mundgemischt feiern, unsere Kulturbesitzung, unser Kinderfasching am nächsten Dienstag oder natürlich für uns ein bisschen hindern, unser Chaos dann natürlich. Die Kostüme sind immer sehr, sehr hochwertig, sehr, sehr super ausgesucht. Man muss aber wirklich sagen, sehr kreative, bombastische Kostüme, was sie alle anhaben, aber wirklich durch die Fang dort fühle ich einfach die Asse, was sie anhaben. Natürlich geht es mit den Mädels drinnen zur Bestimmung auch. Sie sollen feiern, sie sollen einmal entspannen. Sie können einmal alles hinter sich lassen, was sie so im Alltag so ein bisschen erheben, und können Spaß haben. Ja, sonst ist die Gedanken schmiegen wir immer wieder mal vor. Es führt man mal noch ein bisschen auf andere Sitzungen, so heißen zum Beispiel. Und vielleicht gibt es ja dann auch nächstes Jahr noch Überraschungen. Und auch in den letzten 14 Tagen gab es wieder viele interessante Ereignisse bei uns in der Region zwischen Rangau und Eichkorn. Wir waren wieder bei einigen davon mit der Kamera für Sie mit dabei. Hier ist unser Nachrichtenüberblick. Was fliegt noch so umher in unseren Gärten? Das galt es mit der Aktion Stunde der Wintervögel herauszufinden. NABU und LBV riefen wie jedes Jahr dazu auf, eine Stunde lang zu beobachten und zu zählen. Die vergangenen Jahre zeigen, es werden immer weniger Vögel gesichtet. 2023 wurden durchschnittlich pro Garten 34 Vögel gemeldet, 2011 waren es noch 42. Ganz vorne mit dabei sind gerade in Westmittelfranken die Kohl- und Blaumeise, gefolgt vom Haus- und Feldsperling. Wer dieses Mal nicht mit dabei sein konnte, im Frühling wird bei der Stunde der Gartenvögel wieder gezählt. Die 19. Auflage der Aktion findet vom 12. bis 14. Mai statt.
Das Faschingskomitee Markt Erbach e.V. veranstaltete auch dieses Jahr wieder seinen legendären Kinderfaschingsball in der dortigen Rangauhalle. Dabei waren wieder viele junge Garden und Tänzer des Vereins mit ihren tollen Bühnenvorführungen. Für beste Unterhaltung sorgten auch eine urige Polonaise durch die ganze Halle, ein Buggy-Wettfahren für die ganz Kleinen sowie ein großes Schaumkuss-Wettessen, bei dem Mama und Papa froh waren, wenn sie genug Taschentücher mit dabei hatten. Der Faschingsnachwuchs hatte jedenfalls sichtlich Spaß. Jetzt geben wir ganz kurz ab in die Werbung und danach nehmen wir Sie mit nach Höchstadt zu den Höchstadt Alligators und ihren neuesten Heimspielen in der Eishockey-Oberliga. Also bleiben Sie dran, es lohnt sich. Bis gleich. Johann Baptist Ritter von Spix, bedeutender Naturwissenschaftler, Begründer der Zoologischen Staatssammlung in München und Forschungsreisender am Amazonas. Das Museum in seinem Geburtshaus gibt Einblick in das Leben und Wirken dieses berühmten bayerischen Wissenschaftlers. Das Spix-Museum in Höchstadt, geöffnet jeden ersten und dritten Sonntag von 14 bis 16 Uhr. Infos unter www.spix-museum.de. Neulich im Himmel. Sag mal, kannst du nicht mal eine Mannschaftssportart schaffen, die spannend und actionreich ist? Wir sehen uns beim Eishockey. Adelsdorf startet durch. Machen Sie mit beim Carsharing-Projekt für die Gemeinde. Umweltfreundlich, nachhaltig und günstig. Info und Buchung unter 09195 9432 121. Mehr an Auswahl. Bei uns gibt's alle Marken. Mehr an Service. Wir wissen, was wir tun. Mehr im Portemonnaie. Nicht nur beim Leasing günstig. Mehr in der Region. Familiengeführt seit 2001. Autohaus Eckendörfer. Nur in Mehr, Gerhardshofen. Bei der Begegnung am 2. Februar stehen im Höchstadter Stadion zwei Teams auf dem Eis, die beide keine leichte Zeit hinter sich haben. Die Gäste, die Bayreuth Tigers, wollen trotz Insolvenz die Saison zu Ende spielen und hatten zuletzt einige Abgänge zu verzeichnen. Der HEC unterlag kurz vorher in einem Auswärtsspiel in Bad Tölz mit 7:3. Sokolov ist nach der Verletzung wieder an Bord, Planitz aber noch nicht. Bayreuth geht 4 Minuten nach Beginn mit 1:0 in Führung. Die Alligators sind bald darauf in der Unterzahl. Doch Zimmermann kann vorlegen und Deichmann verwandelt. Das motiviert Spieler und Fans. 30 Sekunden vor Drittelende erzielt Riper einen Vorsprung für den HEC. 2:1. Im zweiten Drittel gleicht zunächst Bayreuth in der Überzahl aus. Für den HEC landet Seewald den dritten Treffer. Die Gäste ziehen jedoch wenig später nach. Man schenkt sich definitiv nichts in dieser Partie, es geht Schlag auf Schlag. Kurz vor Ende des dritten Drittels steht es 7:6 für Bayreuth. Doch 16 Sekunden vor Schluss sorgt Lars Schiller für ein Traumtor. Gleichstand. Es geht in die Overtime und in der Verlängerung schießt Neugebauer die Alligators zum Sieg. Die Mannschaft hat gekämpft. Dennoch zeigt sich HEC-Trainer Nemirovski nicht wirklich zufrieden. Bei der Pressekonferenz wechselt er ins Englische und schlägt deutliche Töne an. I don't know if I'm the best coach or the worst coach or medium coach or this, but no kind trainer in the world could outcoach
bad goaltending. Sorry. That's it. And I have when we will etwas in the playoffs erreichen, we brauch Hilfe. Auf das Spiel Anfang Februar folgen zwei wenig ruhmreiche Begegnungen. Gegen Deggendorf verliert der HEC mit 0:3, gegen Peiting mit 2:8. Den Verantwortlichen ist klar. Die Saison ist zwar eine der erfolgreichsten Spielzeiten des Vereins, doch der gewünschte Schritt nach vorne hat sich bisher nicht eingestellt. Aktuell werden Lösungen gesucht. Beim Auswärtsspiel am 11. Februar gegen die Passau Blackhawks konnten diese aber noch nicht zu einem Sieg verhelfen. Und auch in den nächsten zwei Wochen gibt es wieder viele tolle Events und Veranstaltungen hier bei uns in der Region. Wir haben wieder einige der interessantesten davon für Sie ausgesucht. Hier ist unser Veranstaltungskalender. Am Samstag, den 24. Februar, findet in der Fortuna Kulturfabrik in Höchstadt an der Aisch ein Kabarett mit Ines Proctor statt. Frankens närrischte Putzfrau ist vor Ort mit ihrem neuen Programm Verputzt. Der Beginn ist um 20 Uhr und der Eintritt kostet 27,30 Euro. Infos und Karten gibt es unter höchstadtalligators.de Events. Am Sonntag, den 25. Februar, findet in der Neustadthalle am Schloss in Neustadt an der Aisch eine Hochzeitsmesse mit dem Titel Better Together statt. 30 Hochzeitsprofis aus der Region informieren und inspirieren dabei für das schönste Fest im Leben. Der Zeitraum der Veranstaltung ist von 11 bis 17 Uhr und der Eintritt kostet 6 Euro an der Tageskasse. Weitere Infos gibt es unter bettertogether-hochzeitsmesse.de. Am Freitag, den 1. März, findet im Kulturhof Langenzenn im kleinen Saal ein Auftritt der A-Cappella-Gruppe Stimmt statt. Es gibt Pop- und Jazzmusik zu erleben mit dem bekannten A-Cappella-Sextett. Der Beginn der Veranstaltung ist um 19.30 Uhr und der Eintritt kostet 12 Euro. Weitere Infos und Karten gibt es unter kulturhof-langenzenn.de. Und das war's auch schon wieder mit dieser Ausgabe von Aischkorn TV. Wenn Sie mögen, dann sehen wir uns wieder ab 26. Februar bei Frankenfernsehen oder bei Franken Plus. Alle unsere Sendungen zum nochmal anschauen finden Sie unter aischkund.tv oder auch in der Frankenfernsehen Mediathek. Mit Impressionen aus dem winterlichen Aischkund verabschieden wir uns von Ihnen und freuen uns auf ein Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.